in kleines und großes Perlmuster. Ich habe schon eine gerade Maschenanzahl in einem Kreuzanschlag angeschlagen mit zwei Nadeln. Ich nehme oft eigentlich zwei Nadeln, weil dann die Kante, die erste Reihe, ist leichter zu stricken. Die Maschen sind etwas größer. Im Kreuzanschlag muss man erstmal eine Rückreihe stricken und für ein Perlmuster müssen wir eine linke und eine rechte Masche im Wechsel stricken. Und was in dem Muster gut ist, Sie können gleich in der Rückreihe damit beginnen. Die erste Masche werde ich jetzt einfach rechts stricken, das ist eine Randmasche. Wenn ich möchte, dass auf dieser Seite die Masche links erscheint, hier stricke ich sie direkt. Eine rechte Masche, eine linke Masche. Immer eine rechte und eine linke. Und so stricken Sie bis Reihenende. Abwechselnd eine rechte und eine linke Masche. Rechts, links. Einfache rechte Masche, einfache linke Masche. Ich sage es einfache, weil es eine normal strickt. Sie stricken sie normal, nicht verschränkt. Also eine normale, nicht verschränkte, einfache Masche rechts und eine normale, nicht verschränkte Masche links. Rechts, links bis Reihenende. Bis zur Randmasche. Und meine Randmasche stricke ich in dem Fall einfach recht. So, und die Randmasche zählt nicht im Muster. Das war eine Rückreihe. Jetzt stricke ich ein kleines Perlmuster. In der Rückreihe haben wir schon erste Reihe vorbereitet. Wir haben eine rechte, eine links abwechselnd gestrickt, wie in einem Rippchenmuster. Nur für ein kleines Perlmuster müssen Sie in jeder Reihe, in der Hin- oder Rückreihe, die Maschen versetzen. Die erste Randmasche hebe ich ab, die zählen jetzt nicht. So, in unserem Muster war das eine rechte Masche, die stricken wir jetzt links. Faden nach vorne, linke Masche. Das war eine rechte Masche, erkennt man einen Querfaden. Jetzt wird sie auch als rechte Masche gestrickt. Und jetzt weiter. Der rechte wird links gestrickt, die linke wird rechts gestrickt. Links, rechts. Die rechte links, die linke rechts. Die rechte Masche links und die linke Masche rechts. Und so abwechselnd links, rechts, links. Die letzte war linke rechts. Masche, jetzt eine rechte Masche und eine Randmasche. So, das ist eine Rückreihe, Rückseite. Man erkennt die Rückseite an der Anschlagkante, das ist eine. Die linke Masche sieht man hier. So. Genauso versetzen eine Masche. Das ist eine linke Masche, stricken wir rechts. Eine rechte Masche. Sie erscheint in einer Reihe links, in anderer rechts. Sie gucken bitte, schauen Sie nur die, die gerade mal unter dem Schenkel liegt, unter der Masche. Das ist eine rechte Masche. Stricken Sie links. Gleich unter der Nadel liegt linke Masche. Schauen Sie nicht auf die andere, nur auf diese. Stricken Sie die rechts. Nur auf die Masche, nicht auf das Rippchen. Die letzte Masche gucken. Das ist eine rechte Masche, links. Das ist eine linke Masche, rechts. Und jetzt links und rechts. Links, rechte Masche, stricken Sie links. Und die Randmasche. Ich habe weiter noch eine Reihe in diesem kleinen Perlmuster gestrickt. Jetzt die erste Reihe. Schauen Sie jetzt nicht, was da unten ist. Jetzt beginne ich mit dem Muster. Im Moment ist es wieder eine links, eine rechts, eine links, eine rechts. Beginnt diese Reihe genauso wie in dem kleinen Perlmuster. Unterschied sehen wir in der zweiten, in einer Rückreihe. So, das ist die Hinreihe und in der Rückreihe stricken wir so, wie die Maschen erscheinen.
Ich habe jetzt noch einige Reihen in großen Perlmuster durchgestrickt. Jetzt können wir vergleichen. Unten ist ein kleines Perlmuster und oben ist ein großes Perlmuster. In kleinem Perlmuster haben wir die Maschen jede Reihe versetzt. Ich zeige jetzt an den linken Knötchen, linken Maschen. Eine Reihe linke war hier und dann war sie versetzt und immer in jeder Reihe abwechselnd. Und die im großen Perlmuster versetzen wir die Maschen in jeder zweiten Reihe, in jeder Hinreihe. Also da sieht man jetzt zwei rechte Maschen und hier zwei linken. An den linken Maschen zeige ich besser. Dann über die linken waren zwei rechten, über den rechten zwei linken. Zwei Reihen linken. Also versetzen in jeder zweiten Reihe. Abketten schlage ich hier vor, elastisch abketten und im Muster. Dazu sehen Sie bitte ein anderes Video. Eine Variante für ein Perlmuster ist ein Schachbrettmuster. Das große Schachbrettmuster oder kleine Schachbrettmuster in Perlmuster zeige ich im nächsten Video.